von Annabelle Lamb. Sie spielt natürlich normalerweise live nicht ganz alleine. Sie spielt mit einer Gruppe zusammen. Die Gruppe ist auch in Deutschland zurzeit. Nicht hier, sondern in Bochum, weil Annabelle Lamb muss jetzt nach Bochum fahren. Sie spielt heute Abend nämlich in der Zeche in Bochum. Sie schreibt meistens ihre eigenen Lieder. Bis jetzt hat sie 2 EPs gemacht, aber sie hat eine Coverversion gemacht. Das war sehr interessant. Es war eine Coverversion von einer Nummer von The Doors, Riders on the Storm. Sehr, sehr schwierig, diese Nummer neu zu machen, aber sie hat es versucht. Und es ist einigermaßen gelungen. Sie hat sogar zusammen mit Ray Manzarek von The Doors diese Nummer neu aufgenommen. Also Annabelle Lamb kann man live heute in der Zeche sehen. Aber wie geht es jetzt hier weiter? Ja, also Freunde, was jetzt kommt, das wird dem Herrn Illmann die Mütze runterhauen. Es wird im Einzelnen die Radmuttern aus der Mütze rausjubeln, denn wir haben sie hier. Mittlerweile hat es sich rumgesprochen. Die Nummer 1 Band aus Deutschland, zurzeit Australien. Kommen Sie, es ist Real Life. Und bevor Sie singen, möchte ich was sagen. Es ist ja dank Formel 1 mittlerweile üblich, dass jede Rockband, die den Nummer 1 Platz belegt, von Formel 1 ein Schrottteil, sei es ein Kotflügel, sei es eine Hecktür oder was auch immer, bekommt. Heißt Real das, Life, dass du Formel 1 immer guckst, oder wie? Ich schaue es schon ab und zu, ich will mich ja informieren. Aber jetzt lass mich kurz noch zu Ende reden, weil nämlich Folgendes passiert. Real Life sind seit nunmehr 2 Wochen Nummer 1 in Deutschland und sie haben diesen komischen Kotflügel immer noch nicht überreicht bekommen. Und da haben wir uns gedacht, da lassen wir uns nicht lumpen. Immerhin sind es 4 Bandmitglieder, Danny, Richard, Alan und David. Und was sollen 4 erwachsene junge Männer mit einem Kotflügel, habe ich mir gedacht, machen wir ein Fass auf. Und da habe ich mir dieses herrliche Einfamilienfahrzeug zugelegt, alles aus einem Stück Blech geschnitzt, wenn Sie mal schauen wollen, rund erneuert, frisch bereift. Und ich würde sagen, Ellen, wir kredenzen es einfach mal. Ich würde sagen, großzügig wie wir sind, ein ganzes Auto für die Nummer 1 Band Real Life. Wenn Sie dann mal bitte herablassen würden, Herr Kapellmeister, wir haben es auf dem Hochstapler aufgebaut, ja, wunderbar. Das haben wir schon geübt. This is all for you guys. You can take whatever you want. You can take the whole car and go back to your kangaroos. Also, Sie können damit zu Ihren Kängurus zurückfahren. Platz für 4 Leute. Naja, also. Naja, also. Benzin war auch drin, wie man sehen kann. Ich aber leider nicht mehr. Naja, also, das passiert ab und zu bei uns. Also, eigentlich jede Woche passiert sowas, aber. Wir werden versuchen, nicht das irgendwie hinzukriegen wieder. Also no, there's nobody. Sie fragen gerade, ob jemand hier drin sitzt, aber es ist niemand drin. I think we will fix it. Wir werden es irgendwie wieder zusammenbappen oder hinstellen. Wir können schon los. Wir machen das. Wir kriegen das hin. We'll fix it. Don't worry about it. We'll fix it. Summer, you can get on stage. So, während die Jungs auf die Bühne gehen. Wir können zum Beispiel erzählen, wo wir nächste Woche nicht sind, weil nächste Woche sind wir nirgendwo, nicht? Nächste Woche haben wir Pfingsten. Nächste Woche ist Feiertag, also ich werde weder hier sein noch irgendwo dort. Ich werde privat vielleicht was unternehmen. Wir können nicht zusammen irgendwo hinfahren nächste Woche. Doch, wir privat schon, aber wir fahren auf jeden Fall am 18. Juni nach Vreden. Das liegt an der holländischen Grenze. Und die Gruppen, die dabei sind? Ja, dabei. Soll ich die sagen, weil du, weißt du, ich glaube, du kennst die sowieso nicht. Soll ich dir sagen, wer dabei ist? Psychedelic First sind dabei. Billy Idol. Moment mal, ich habe mir die alle aufgeschrieben, also lass uns das zusammen machen. Ja. Rio Riser. Trigger and the Thrill Kings. Psychedelic First, Ice House, Billy Idol. Also insgesamt 5 Gruppen sind das auf jeden Fall in 2 Wochen. Okay, wir bappen das Auto zusammen und ich würde sagen, wir hören uns noch ein Stück an. Real Life mit dem Nummer 1 Hit, Send Me an Angel. Tschüss, bis vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.